Ich würde mal vermuten, dass es Mesh mit der großen Keule. Flo, ich brauche Hilfe. Wobei? Ich bin gerade dabei, die Karten rauszusortieren. Welche Modelle Sie spielen? Genau, also Tentakels habe ich, Mesh habe ich. Also, der Icy, pass auf, der Icy spielt den Sharknado. Warte. Den haben wir hier irgendwo. Shark. Dann spielt er Fathom. Dann spielt er Sakana. Sakana habe ich, Check. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der Veteran Sakana, den er spielt. Ich kann gleich mal gucken. Shark haben wir. Den Oktopoden spielt er, Tentacles, genau, den hast du auch schon. Den habe ich als einzigen erkannt, fast. Ich weiß das nicht genau. Auf der anderen Seite haben wir. Ja, da ist jetzt gerade eine Hand drüber. Wie heißt der Typ, der das Bier verschüttet? Der Typ, der das Bier verschüttet, das ist Dave. Dann hat er den dabei. Ich geh mal ganz kurz gucken. Und lässt mich hier wieder alleine. Ja, na klar, du machst das ja gut. Dave soll das sein. Dave habe ich. Der Typ mit dem. Wie heißt das hier? Mit dem langen Stab in der Hand war, glaube ich, Hooper. Ich lege den mal bereit. Das wird mir dann gleich erklärt, ob es richtig ist. Als Captain haben wir nicht Esther. Also. Tepper? Ich vermute mal Tepper. So, da bin ich wieder. Ja, genau, er spielt Tepper. Tepper? Hooper? Er spielt auch kein Stave. Oh, okay. Er spielt aber, also ganz oben bei Nekras haben wir. Mesh? Mesh, genau, gekickt hat Decimate. Decimate? Genau, Tepper ist der Mann mit den roten Haaren, der Captain in dem Fall. Dann steht da Quoth, der kleine Hund. Ein Hund? Genau. Dann ist das Hooper, der da noch rumhängt. Den genau. Habe ich. Und ganz unten ist Bigot. Haben wir. Beim Icy von unten nach oben haben wir Shark, Fathom, Veteran Sakana. Sakana hat ich schon rausgekommen. Hören wir die gerade überhaupt? Sie reden halt nicht. Sie Ach sind so. Auch sehr leise. Ja, gut, die müssen uns ja auch nicht entertainen. Wir sollen ja entertainen. An genau. Das ist Siren, die jetzt gerade aktiviert. Dann hat er Tentacles. Und wer das da in der Mitte ist, das weiß ich gerade nicht. Das könnte Siren? Gab es nicht auch in Veteran und Nicht-Veteran? Das ist aber die normale. Ah, okay. Also nicht die, die ich gerade rausgesucht habe. Ich habe sowieso alte Karten, also insofern. Genau, die ist es. Kommt das so hin? Nur für den Fall. Ja. So grob. Genau, also. Also, ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, wenn Icy den Shark schon spielt, dann hat er noch die Fathom dabei, dann hat er Sakana dabei und ein Modell, wo ich immer noch nicht genau weiß, kann man das in der kleinen Übersicht besser sehen? Ich weiß es einfach nicht und ich bin auch zu doof, mir sowas zu merken. Ich war ja eben an der Platte. Das müsste das vierte Modell von unten beim Icy. Du hast gerade noch von Siren gesagt. Nee, das ist Siren. Siren ist gerade da oben schon Richtung Fast Ground gehüpft. Gut. Fathom, Sakana. Genau. Ah, es fehlt noch eine. Genau. Soll ich nochmal gucken gehen? Ich gehe nochmal gucken. Dann geh nochmal gucken. Ja. Wir sind vorbereitet. Gut. Zeit läuft. Icy ist ab unten, macht er die Würfel. Warum er da schon irgendwie 7 liegen hat, das wird wahrscheinlich noch neu gemacht. Wie ist der Sound? Gib mal kurz eine Rückmeldung. Die Hack. Die Hack, die alte Hexe. Ja, die alte Hexe und die junge Hexe hat er dabei. Wer ist die junge Hexe? Die junge Hexe ist diese Siren. Die Hext. Ja, das ist ein Hexemann. Nur weil sie sagen kann, gib mir den Ball? Oder sowas? Nee, weil sie eine kleine Hexe ist. Na gut. Die ist so ein bisschen so wie Bibi Blocksberg. Hex, Hex. Ching, ching. Ah nee, das war jemand anders, ne? Nee, doch, das war Bibi Blocksberg. Das ist schon richtig. Ich stehe dann eher auf Benjamin Blümchen, weißt du, so dick, gemütlich.
Das ist übrigens die Veteran-Zahlung, die er hat. Ja. Du hast die normale gesagt. Ja, ich habe mich aber getäuscht. Gut. Ja, aktuell ist ja nicht viel. Naja, gut, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das. Es wird so sein, wie es immer ist, in Anführungszeichen. Also, der Nekras hat gekickt. Heißt im Klartext, er hat auch die letzte Aktivierung. Die vorletzte Aktivierung wird sein, Shark schießt eine Bude. Sag jetzt einfach mal so. Und die letzte Aktivierung wird sein, Decimate zerbumst irgendwen von den Fischern, an denen sie rankommt. Okay, genau, das mit hätte ich jetzt... Tickern, okay, das ist, ja irgendwie keine, das ist trotzdem überraschend für mich, was er da gerade macht. Das ist jetzt Spigot, das, ne? Ist Spigot, genau, weil ich hätte jetzt gedacht, er parkt die eher, dem eher in der Nähe von Decimate, damit Decimate einfach eine Million Zoll weit kommt. Tja. So, also Momentum sehen wir beim Nekras, das ist dieser Poker-Chip direkt neben seinem Goalpost. Izzy countet das immer mit dem Würfeltablett, was wir am unteren Spielfeldrand sehen. Das ist aber auch nicht so wichtig. Das sind so Holzklötzchen. Ja, genau, das ist ein Würfeltablett, wo halt so kleine hochflippbare Zahlen drauf sind. Genau, da bleibt er dann brav draußen aus allem, was da scheiße sein könnte für ihn. Izzy nutzt auch immer diese roten Glasnuggets, packt die auf die Karte von den Modellen, die er bereits aktiviert hat. Das macht das für uns sehr schön übersichtlich. Und ich glaube, der Nekras macht das ähnlich mit den Influence-Token, die er dann wieder auf die Karten rauflegt von den Figuren, die er da schon aktiviert hat. Genau, Quoff macht den ganzen Pick-Me-Up-Scheiß auf die Decimate. Pick-Me-Up? Ja, der hat die Decimate einen Tag mehr. Und so weiter. Also ganz viel Scheiße. Also die Decimate, die kann jetzt da total voll eskalieren, wenn er das möchte. Warte, wunderbar. Ich zeig's dir. I show you. Ich habe auch hier Karte. Ja, ich weiß gar nicht, ob das da schon drauf ist. Pick me up ist drauf. Okay, hier. Genau. Wir arbeiten hier mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Ich habe diese wunderschönen Karten. Und ich als Hochtechnologie-Profi. Ja, diese kleine Todeszone um Decimate. Ja, die kleine. Wird die, schön umschifft. Ja, vor allem die kleine, kleine Todeszone ist so schön gesagt irgendwie, ne? Was ist das, ein 9 Zoll, 10 Zoll Widget? Das sind 10 Zoll Widget, glaube ich. Ich glaube, er will jetzt mit Tapper einen Mark Target auf Shark packen. Wobei, das kann er sich, ich sage jetzt mal vorsichtig, im Normalfall eigentlich sparen. Tepper hat wahrscheinlich 3 Influence, würde ich jetzt einfach mal so aus meiner Hüfte schießen. Zwei sind es auf alle Fälle, aber genau, er macht einen Mark Target jetzt drauf. Ja. Genau. Er bonus-timed es, damit er 2 Würfel auf der 4 hat. Wir sehen es leider kommt. Nicht, aber doch, kommt. Ich glaube, das kommt. Es ist gekommen. Ja, gut, Shark kommt eh rein, also das glaube ich, hätte er sich sparen können. Genau, für 2 schmeißt er die Commanding Aura an, genau. Damit Decimate, wenn Shark jetzt irgendwo da stehen bleibt, völlig eskalieren kann. Aber das Ding ist, Nekras hat jetzt kein Momentum mehr. Das heißt, Izzy kann da ziemlich wilde Sau spielen. Ich sehe auch gerade, Nekras tappt die Karten, um zu sehen, wen er schon dran hatte. Ah, der Fuchs. Ja, schön gemacht. Ach Mann, das ist... Also das die beiden Jungs machen das für uns sehr einfach, das finde ich genau. Toll. Das heißt also, wir streamen die einfach durchgehend... und sagen, einer von denen ist leider im Finale. Die machen das Finale. Genau, die beiden spielen jetzt durchgängig 4 Spiele hintereinander gegeneinander. So wollen wir das haben. Um das vielleicht spannender zu machen, wir können ja sagen, sie müssen die Gilden spielen, von denen der normal am Table spielen würde. Ja, genau, die tauschen einfach mal durch. Das finde ich fair. Alter Vater, das ist ein ganz beschissener Spot dafür, Shark, wenn er da reingeht. Aber ja, bei den anderen beiden halt nicht. Aber ein von beiden charge der eh, also von daher... Oh, er hat auch ein England-Proxy-Base von der WTC. Alter Vater. Der Mann muss internationale Erfahrung haben. Hab ich gehört. Genau, schnappt sich 9 Würfel. Wen hat er gecharged? Den Tapper wahrscheinlich. Vier Hits. Das ist schön, wie sie spielen, zu kommentieren. Ja. Ja, dann dodge halt nach rechts rüber, Izzy. Oh,
noch besser. Was hat er jetzt gemacht? Guck auf die Karte von Shark, dann weißt du das. Er hatte 4 Hits. Ja? Kann er damit einen Stagger machen? Kann er. Und Stagger ist irgendwie minus 1 Death. Ja, das heißt, er haut jetzt auf die 2-1. Ja, Icy, nimm den Non-Moment des Doppeldodge. Nimm ihn doch einfach. Ja, siehst du, macht er auch. Oh, was ich für ein Gehirn bin. Ich das Gehirn. Oh Gott, das spricht Bände über dieses ganze Ding hier. Wenn ich das Gehirn der Operation bin, dann bist du die Muskeln. Oh yeah, das war gut. Damit schiebt er Tepper weg. Und ja, schiebt Tepper vor allen Dingen so, dass er Decimate voll dämlich im Weg steht. Wahrscheinlich. So, dann haut er ihn noch einmal. Moment des Push-Dodge wäre geil, wenn er den erreicht. 6 Würfel auf die 2-1. Ja, und? Ja, kriegt er. Er nimmt dann den Moment des Push-Dodge wieder wahrscheinlich. Schiebt Tepper noch ein bisschen dichter an Decimate ran. Kommt nicht. Ja, oder überlegt halt, ob er den Doppeldodge nimmt. Um dann in Tap-in-Range zu sein, genau. Passend wird's, würde ich mal sagen. Ja, ja, das passt. Aber der kriegt, verliert er halt einen Würfel, trifft aber mit den Würfeln, die er hat, besser. Ja, okay, macht er. Einfach um das Tor ein bisschen sicherer zu machen für ihn dann an der Stelle. Und ich vermute mal, dass er danach auch nicht den Momentum nehmen wird, sondern dafür... Nö, nee, er hat jetzt nur noch einen Influence. Also er muss jetzt doch einen Bonus-Time auf jeden Fall. Also nein, ich meine, nach, wenn er das Tor geschossen hat, wofür. Nee, er dodgt weg genau. Danach. Und dann wahrscheinlich. Die Frage ist, wohin? Warte. Ich schieße noch vor mit Bonus. Okay. Mit Bonus-Time, genau, damit er wieder 4 Würfel hat. Auf 3. Alter, Dice Man wieder her. Ja, da würfelt ein Screamer. Du kannst mal den Punktestand ändern, wenn du magst. Ich mach 4, mal. 4 für ein Icy. Ich stelle gerade fest, dass das Schwarz auch nicht so gut ist. Aber... Ja, du musst das jetzt nicht in keinen Ender drücken. Ich. Bitte nicht. Unten. Ja. Ja. Ist halt so. Wenn Icy da seine schwarzen Proxy-Bases hinlegt, ja, können wir das ist jetzt dafür. Die Decimate, ich weiß nicht, ob die da jetzt hinrennen kann. Wo weicht der Ball hin ab? Scheiße. Weicht in die Mitte ab. Ja, den hätte er ein bisschen besser auf Decimate potenziell kicken können. Ich weiß nicht, ob Decimate so an ihn rankommt. Doch, kommt sie, locker. Ja, die haut jetzt ein bisschen auf ihm rum. Und er ist in der Commanding Aura. Oh, das ist nicht gut für Shark eigentlich. Das ist nicht gut für Shark im Normalfall. Das Problem ist, Decimate macht da... was müsste sie machen? Müsste halt mit der ersten Attacke müsste sie halt eigentlich 5 Hits ballern. Naja, das kann gehen. Also das Ding ist, Decimate ignoriert seine scheiß Armor vom Shark. Das heißt grundsätzlich 4-0. Dafür hat sie normalerweise 5 Würfel. Aber sie hat Pick Me Up und die Commanding Aura. Das heißt, sie hat 7 Würfel, um 5 Netto-Hits zu machen. So zwischendurch grätsche ich mal rein. Ja. Hallo Lokribi. Willkommen auch im Chat und Juhu. Als Zuschauer. Da müsst ihr mal ein bisschen Werbung machen. 3 Zuschauer und ich glaube, 2 davon sind wir. Nee, kann nicht ganz sein, aber... da geht noch mehr. Mit Sicherheit. Und ich glaube nicht, dass es zu früh ist. Schöne Grüße nach Richtung Kassel hin. Ah, Prost. Okay. So, du kannst mal aber... kurzes Feedback geben, ob das alles so vom Sound her halbwegs hinhaut oder ob das irgendwie draußen in der Internetswelt scheiße ist oder sonst was. Weil so ein bisschen nachjustieren können wir ja hier. Aber auch nur ein bisschen. Nicht viel. Nils hat angeboten, die Mikrofone auch während des Spiels zu korrigieren und sein Spiel zu unterbrechen. Das wollen wir natürlich nicht. Nein, ach Quatsch, Schnickschnack. Für uns ist das eigentlich ganz okay, glaube ich. Ja, wir hören die anderen. Ja. Wollt ihr ein bisschen Sound vom Tisch haben? Aktuell ist der nämlich aus. Ja, wobei ich glaube, tatsächlich kriegt man den Tischsound noch ganz gut mit. Der Sound ist wirklich gut. Yeah! Dankeschön für die Rückmeldung. Dann müssen wir nur dafür sorgen, dass unsere Stimmen auch den Tag durchhalten. Ach, gar kein Problem. Ich öle deine Kehle nachher mit einem bisschen Eiweißpräparat. Hat mir schon gesagt, der Stream ist ab 18 plus. Ja, also es
der Niklas macht genau das, was ich erwartet habe. Ja, die Lecks, wir haben leider ein bisschen Probleme, weil wir das WLAN doppelt streamen müssen. Genau, das ist mit unserem technischen Setup tatsächlich leider nicht besser möglich aktuell, weil wir einfach zu kacke waren, ein 20 Meter LAN-Kabel zu haben. Wenn wir das hätten, und nächstes Mal haben wir das im Januar, dann ist das besser. Für alle. Aber da ja so ein Stream relativ, wie soll ich sagen, bei Tabletop statisch ist. Ja, genau. Also ich hoffe, es stört nicht allzu doll. Solange die Lecks nicht im Sound sind, ist alles cool. Was schreibt er? Ja, ist er. Aber im Sound auch? Nee, Erwachsenen richtet. Achso, ja, das musst du vorher anklicken. Okay, ja, steht immer noch 4 zu 0, aber der Shark hat ganz doll ins Gesicht gekriegt. Ich weiß auch nicht, warum er da mit der Decimate raus ist. Ich weiß nicht, wie viele Hitpoints Shark noch hat. Weil wir die ganze Zeit gequatscht haben. Ja, es macht ja nichts, aber wie gesagt, Shark ist knocked down. Shark ist knocked down gegangen. So, und dann hat sie noch 2 Attacken in ihn reingepustet. Ich vermute mal, der wird sowas durch die Tapper-Aura gemacht haben wie 4, 4 und nochmal 4. Vielleicht noch nur 2, also irgendwie sowas um die 10 Platten müsste Shark schon verloren haben. Normalerweise könnte Decimate ihn jetzt Anfang dieser Runde finishen. Und das wäre halt geiler gewesen, wenn er dran geblieben wäre mit der Decimate. So muss er jetzt mit irgendeinem Modell wieder hin, um ihn zu finishen. Da werden Marker nochmal kurz... Achso, ja, ausgetauscht, genau. Das ist dann Knockdown-Token für den Knockdown-Würfel. Wobei ich persönlich finde die Würfel toll. Ja. Ich guck mal kurz nach, wie viele Hitpoints Shark noch hat. Und du lässt mich wieder hier alleine. Wunderbar. Ja, gut, die Karten kann ich gerade leider nicht sehen genau, was dabei rauskommt. Ich könnte ja mal gucken, ob wir die nach unten legen können. Oder der Flo ist vielleicht so schlau und guckt gleich auf die Karten und sagt uns, was die Gameplan-Cards sind. Aha, ich bin ein Gott! Rate mal, wie viele Hitpoints Shark noch hat. Was hast du vorhin gesagt? Ich habe gesagt, er hat ihm bestimmt 10 Punkte weggehauen. Okay, dann hat er ihm 10 Punkte weggehauen? Ja, er hat ihm 10 Punkte. Gut. Also Shark hat noch 6 Platten gerade. So, jetzt um mal das Thema Gott zu klären. Wer fängt an? Nein, hast du auch geguckt, was für Gameplan-Karten sie gespielt haben? Nein! Streich mir das Gott wieder? Ich kann das von hier aus sehen. Warte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also auf dem Stream sieht man auf den Karten weiß. Ja. Das liegt daran, dass sie schön laminiert sind und richtig schön im Licht liegen. Irgendwas ist ja immer. Okay, Icy fängt an. Das ist nicht gut. Also für ein Icy schon. Du meinst, da kommt gleich die zweite Bude rein? Ja, ja, definitiv. Die zweite Bude kommt diese Runde. Von wem sie kommt, ist eigentlich fast egal. Also ich glaube, beim aktuellen Boardstate könnte die... Phantom könnte die schießen. Ich glaube, sogar Sakana kann die schießen. Ja, locker. Also er hat 2 Optionen für eine Bude diese Runde noch. Und da kann der Nekras beim aktuellen Boardstate auch wenig gegen machen. Vor allem, weil er sie alt anfängt. Ja gut, stimmt. Ich war gerade überlegen, woher hat das ganze Momentum. Aber er hat einen Screamer geschossen. Und er hat auf Tabber rumgeschaut. Er hat anscheinend, ich vermute mal, dass er Midfield General den Torschuss-Shit gespielt hat, weil er an jeden Token ranpackt. Und das heißt, alle Figuren in der Gang kriegen die, und ich weiß gar nicht, welches noch gäbe, die das haben, außer die +1 Movement und die +1 Kick-Karte. Du könntest das ja mal schnell nachgucken. Oh Gott. An dein Tablet. Oder auch nicht. Komm, lass. So wichtig ist das nicht. Doch, ich gucke jetzt. Es gibt nur die beiden. Ich habe schon überlegt, ob ich in der Mittagspause nochmal kurz nach Hause fahre. Wie lange machen wir Mittagspause? Eigentlich machen wir gar keine Pause im Idealfall. Damit wir, also wir machen, es gibt irgendwann Essen, und so wie das Essen da ist, ist es dann halt Essen. Ne? So, keep the ball moving könnte es sein. Ja, oder halt die Dingens hier, Midfield General. Eine von den beiden. Ich glaube nicht, dass es eine andere war. Ja,
Mit dem General hat er gespielt, ja. Okay, Lupi ist gerade der Meinung, dass er den einfach finishen will, weil mit Knockdown gibt es ja lecker. Ja, nee, gut, Shark. Was sagt er? Ja, gut, er kann ihn da jetzt erliegen lassen. Wenn Shark keinen Influence hat, ist das schon in Ordnung, aber Isaac schießt jetzt halt diese Runde wieder in die Bude. Pumps aus. Ich glaube, da kann der Nekras auch herzlich wenig bis gar nichts gegen tun. So, wir hatten gerade gesagt, dass Shark 10 Punkte, dann hat er noch 6 über. Das müsste der Hooper doch mit... Nee, das ist Tapper gerade. Achso. Hooper steht fast in der Mitte. Aber die haben beide Stöckchen in der Hand. Ja. Ach, wie gemein. Ja, für dich schon. Okay, Einguss darauf, dass... So, Commanding Aura getriggert. Dass Tapper mit seinen... Ach, er hat mit Tapper auch noch gecharged. Okay, ja gut, damit er die Commanding Aura kriegt wahrscheinlich. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass er mit Tapper auf alle Fälle jetzt Shark rausnimmt. Ja, 3 Hits. Na, 3 Hits. Ja, 3 Hits ist so richtig kacke eigentlich. Ja, dann macht er den Push, genau. Fahr ein bisschen Momentum. Ach, mein Gegner kommt gut. Ich würde es auch so behaupten. Also, das sind die Non-Momentes 3 Damage. Okay. Er macht ihm 3 Damage. Ich hätte ein bisschen Momentum gefarmt, glaube ich. Ja, wobei er will den erstmal an den Rand des Todes. Ganz bringen. Kurz, viel dumm, woher kommt der Zusatzdamage? Commanding Aura, genau. Okay, wunderbar. Dann sollte das ja locker klappen. Ja, nochmal noch mal 3 Hits. Ich würde ihn nicht töten, ich würde ihn erstmal pushen. Genau. So, im Prinzip braucht er 2 Netto-Hits, das kriegt er gegen so eine 2-1 mit 7 Würfeln locker hin. Ich würde auch den nächsten Schlag würde ich auch noch wieder farmen. Einfach richtig greedy sein. Und das Playbook, das sind 4 Momentes Damage. Ja gut, wenn er da das Momentum machen kann, ist auch okay. Dann kann er noch ein Mark-Target schmeißen, was er nicht schmeißen kann, weil alle weiter als 10 Zoll weg sind. Jo, puff, dann geht er raus. Steht 4 zu 2. 4 zu 2. Ja, das Nekras ist kriegt 2. Das ist mein Einsatz, habe ich gedacht. Mhm. Ach guck mal, der Eisi markiert das wieder mit seinen Würfeln oben vor der Uhr. Die wir leider nicht so gut sehen können. Ja, aber wir haben ja unsere eigenen Punkte. Die zählen mit. Deswegen darf Flo auch gar nicht so oft weg, falls es Sachen sind, die ich nicht mitbekomme. Genau, Tepper macht noch seinen Heroic an. Gibt eine Runde Whisky an den Kumpel aus. Whisky? Ja. Das wäre jetzt vielleicht auch ganz interessant, wenn wir nicht noch fahren müssten und den ganzen Tag kommentieren würden. Ich könnte dir ein bisschen Heroin geben. Haben alle ab 18 geklickt? Möchtest du ein bisschen Heroin haben? Nein, lieber nicht. Ich habe Heroin für dich. Nein, ich wollte eigentlich nochmal überlegen, ob wir so eine Niveau-Kurve einbauen. Nein. Dass die Leute einfach das Niveau zwischendurch bewerten dürfen. Nein. Das Niveau sollte hier keiner bewerten dürfen, finde ich. Aber dann würden wir ja wissen, ob wir noch weiter runter können. Wir können immer weiter runter. Wir sind flexibel. Das ist nicht nur Niveau-Limbo, was wir hier machen. Das ist Limbo-Limbo. Gut. Ich habe gerade gesehen, der Nekras hat Nekras sogar auf seinen Widgets stehen. Ja, wer hat das nicht? Du. Ich spiele ja auch nicht so oft, also insofern. Genau, der macht mal seinen Heroic an, der gute Mann. Der Spielgute. Damit alle schneller sind. Dann geht er jetzt irgendwie in die Mitte, weil selber reingehen ist totaler Quatsch. Ja. Er stellt sich jetzt so hin, dass... Ach doch! Alter Vater, er hat Ideen. Ja gut, das ist aber auch cool, wenn man das mal unkonventionell spielt, finde ich. Ja! Bitte. Oh. Da wird gerade der Flo zu einer Regelfrage weggerufen. Ich habe irgendwas noch mit Ball gehört. Gut, der Spigot ist dann an der Fathom dran, wenn ich das richtig sehe. Dann schauen wir nochmal. 4 Würfel.
Das ist ein Knockdown. Und damit war's das. Muss mal was nachgucken. Ach du Scheiße, das weiß doch wieder keine Sau. So eine Frage, ey. Ja, dann stell sie doch, mach doch kurz im Stream. Und nein, dann ich will dich ja hier nicht outen als Noob. Unser Experte klärt gerade schlimme Sachen. Aber wir haben doch den Stream, das Kollektivwissen. Ich habe was vom Pass gehört. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt genau erkennen könnte, was das ist. Also es ist nicht die alte Hexe. Es ist nicht Fesseln. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Ein Sarkana oder eine Siren? Ich würde sogar fast sagen Siren, aber sicher bin ich mir da nicht. Nee, das müsste Sarkana sein. Da ist irgendwie ein Spieß in der Hand. Ihr könnt mir ja mal kurz helfen, wenn ich richtig liege. Und dann geht es weit aufs Bigott. Das sind 6 Hits. Mit 6 Hits könnt ihr einen Knockdown machen und 3 Schaden oder insgesamt 5 Schaden. So. Das relativ laut ist nebenbei. Dann hat er da noch einen mit 2 jetzt, hat er wahrscheinlich. Gute Frage. Dann kann es auch 3. Hilfe! Hilfe? Ja. Du weißt nicht, was da passiert. Also, Sarkana? Ja, Sarkana ist jetzt hingegangen. Okay, hat mit 6 Hits irgendwas gemacht. Ich schätze mal ein bisschen Schaden und so weiter. Und hat jetzt gerade nochmal 2 da. Ja, wahrscheinlich waren es. Hier und ist damit weggedodged. Verrunte mich mal. Was habt ihr denn gerade geklärt? Ach, das war super Frage. In der Turn-Sequence, wenn ein Modell rausgehauen wurde, der Ball hinter der Goal-Line liegt, das Modell reinkommt und den Ball mitnimmt und wieder vor die Goal-Line trägt, was passiert zuerst? Der Momentum? Ja. Oder? Nein. Jungs! Nein! Okay. Wie gut, dass wir. Der Punkt steht vorher drin. Das, ja. Wir werden das Ergebnis gleich hören. Ich hoffe. Das. Okay, da ist. Genau, also die Frage war gerade an einem anderen Tisch tatsächlich. Wie gesagt, Modell ist draußen, der Ball liegt hinter der Goal-Line, das Modell kommt wieder rein, nimmt den Ball mit auf. Generiert der Spieler in dem Moment schon Momentum, wenn er nicht die Indie hat? Wenn er die Indie nicht hat, genau. Und es ist ganz klar so, steht da tatsächlich auch dick und fett drinne. Man kriegt zuerst den Momentum und dann kommen die Leute wieder rein, aber dann kriegst du halt kein Momentum, weil der Ball hinter der Goal-Line liegt. Komplizierter Scheiß, wer hätte denn damit gerechnet, dass ich sowas auch noch klären muss? Mein Hirn ist wie klein. Wie kriegt er denn den Momentum? Ja, weil er nicht die Indie hat. Ah. Start, also er ist nicht der Startspieler. Ach so. Ich hätte gesagt, er kriegt sowieso Momentum, weil das kriegt er ja nicht, das generiert er ja nicht, sondern das kriegt er einfach. Ja, Gain. Da ist die englische Vokabel ist Gain.
Ich google das nachher. Ah, okay, er hat mit Sakana den Spigot rausgepusht, quasi bei der Fathom. Ja. Und hat den Ball jetzt zur Fathom rübergepasst. Vorher hat er einen Pass auf die Hexe gemacht. Ja. Ja, schieb sie mal ein bisschen rum. Ich gehe davon aus, dass er brav beim Hooper draußen bleibt. Und genau, da bleibt er müde draußen und lässt mit der Hack nochmal die Fathom ein bisschen dodgen. Dann kann Fathom nämlich gleich so ein bisschen in die hohle Gasse zwischen Quoth und Hooper rein. Das Ding wird sein, jetzt schießt Icy noch eine Bude, vermute ich mal. Oder er lässt das erstmal so stehen. Muss er die Bude am Ende der Runde schießen? Schießt Hooper eine Gegenbude? Schießt Decimate eine Gegenbude? Na gut, er will möglichst wenig Damage auf Fathom fressen. Also kann er noch wen aktivieren? Eigentlich gar keinen, weil er Shark rausgehauen hat, ne? Ja. Er gibt ein Momentum aus, damit die Fathom 4 Zoll dodgen kann. Die stand ja schön an dem Geländestück dran. So, jetzt guckt er, ob er dazwischendurch irgendwie zirkeln kann, ohne engaged zu werden. Sieht knapp aus, aber wir messen da schon die Jungs. Schöne Grüße an Danny, der jetzt auch im Stream guckt. Juhu! Mal kein X-Wing. Und Danny ist voll fasziniert, wie bunt und krass das so außerhalb des Weltalls sein kann. Und wir haben uns extra Mühe gegeben und den Pitch relativ einfach gehalten. Ja, nee, das ist alles andere zerstört nur die Optik irgendwie. Wie sagt man so schön, Icy ist völlig im Zeitplan. Alle 15 Minuten Tor. Das ist also der Zeitplan. Ja, es gibt ja keinen anderen Zeitplan. Charge der den? Ja, das weiß ich nicht, ob das so geht, aber na gut. Die Jungs sitzen an der Platte. Jo, damit er auch ein cooles Ergebnis kriegt. Auf die 3-1. Oder 4-1, hat er Gift Sensed? Nee, glaube nicht. Achso, Rerolls, Heavy Gator. Mit der Fathom. Oder hat er nur 7 Hits? Nur 7 Hits? Ja, das ist total schlecht. Weil damit kommt er auf 3 Zoll an Dodges. Genau, und da muss er hin, damit er auf 8 Zoll steht. Das macht er auch, damit er raus ist beim Tapper. Oh. Ja, klingt vernünftig. Ja, 3 Würfel auf 4, aber er darf sich ja rüberholen. So, ich schaue nebenbei nochmal. Ich sollte nochmal den Stream teilen. Acht. Gib den ich kriege aus, um zu deuten. Und dann so. Das hätte Icy besser machen können. Das weiß er auch. Er hätte ja viel weiter in den unteren Rand dodgen, dann kommt nur die dumme Decimate dran und dann muss die Decimate schon pushen, damit der Hooper irgendwas machen kann und so weiter, aber das war halt geeyeballt, glaube ich mal. Wie man so schön neudeutsch sagt. Oh. Steht der Stream komplett? Ja. Hoppala. Hey, jetzt läuft er wieder. Oh je, warte mal, ich mach mal meinen WLAN aus. Warum ist das eigentlich an? Das kann ich dir nicht sagen, aber es kann auch sein, wir hatten gestern Abend auch schon mal ganz kurz Probleme mit dem Netz.
So, ich habe mal meinen WLAN ausgemacht. Ich habe es auch aus. Ich bitte mal unsere Clubbies, das auch zu tun. So, ich habe nochmal meinen Bekannten, die den Stream sehen wollten, geteilt. Ich muss auch nochmal die Tore. Eisi hat ja sein zweites Tor geschossen. Also aktualisieren wir hier mal auf 8. Sorry, dass es ein bisschen langsam war. Ja. Nee, mach mal. So, da geht der Hooper ran mit seinem. Einen Influence, den er hat. Und den ganzen Zusatzsachen. Da wird noch gemessen. Hi Heme. Ja, die Verbindung ist so semi. Wir haben leider kein Netzwerkkabel gestern Abend mehr gefunden. Wir haben festgestellt, dass das Stream mit WLAN nicht ausreicht. Das wird aber zum nächsten Mal, also im Januar, definitiv gelöst, das Problem. Aber seien wir ehrlich, solange der Ton rüberkommt, ist das andere ertragbar. Da wird die Fatim ein wenig rumgepusht. Was der Plan aber wirklich ist. Ah, okay, er will jetzt mit Decimate daran. Hat, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, dann ja ein bisschen Bonus durch die Auren. Das ist schön, dass wir gut zu verstehen sind, auch wenn ich gerade nicht so viel Sinnvolles beitragen kann dazu. Ich kann versuchen, das zu kommentieren, was ich gerade sehe. Hört ihr die Spieler eigentlich auch reden? Also so ein bisschen sollte da auch Sound reinströmen. Hallo again! Flo, Hörnchen auf Nuts. Das könnte ein Freund von dir sein. Nein, keine Ahnung. Danke, Heme. Ich kenne Leute nicht. Du kennst Leute nicht? Ich kenne Leute nicht und ich mag Leute nicht. Aber wir mögen uns. Ja, wir mögen uns total. Ah, guck, jetzt macht er das doch. Also, naja, gut. Was siehst du, das war nämlich das, was ich meinte, warum Eisi, er hat die Fathom weiter nach, also von uns aus gesehen, nach rechts dodgen lassen können, dann wäre Hooper gar nicht rangekommen direkt. Das hat er nicht gemacht und das, ja, wahrscheinlich hat Eisi einfach gesagt, naja gut, der zerkloppt mir die E und ich bin jetzt E 8-2 vorne, alles cool. Hier beschreibt Eisi vor allem. Ja, Eisi über alles. Über alles? Ja, Eisi über alles. Ich stelle mir das gerade vor, nee. Nein, ich habe aber eben schon zu den Jungs am Tisch gesagt, ich finde ja tatsächlich, die machen das nicht nur uns beim Kommentieren relativ nett und einfach, sondern die machen das auch also für die Zuschauenden, glaube ich, auch tatsächlich sehr, sehr cool. Weil, wie gesagt, Eisi packt die roten Dots darauf, wenn er die Figur aktiviert hat. Necros tappt die Karten, das ist auch voll gut. Also, da stehen dann selten noch Fragen offen für so Leute. Ja, nur für mich, welche Figur das gerade ist und was sie kann. Ja. Aber dafür bist du dann ja immer mal wieder da. Mesh, ich weiß gar nicht, hat Mesh den Ball oder liegt der Ball da frei rum? Hast du das mitgekriegt nach dem Kickoff? Ich war mit anderen. Der liegt da, okay. Also der Ball ist da. Ja. Irgendwo auf dem Modell. Oder also er ist irgendwo in diesem mittleren Guild Ball Symbol. Dankeschön. Okay. Niklas fängt an. Man hört vor allem Eisi, war die Aussage.
Was ich ganz spannend finde, so nebenbei, ist, dass die wirklich zeitmäßig sehr nah beieinander sind. Ja. Ja, ich sag ja, Icy ist im Zeitplan. Ach, jetzt spielt Icy die Kickkarte, das ist ja noch beschissener. So, und Icy darf Shark wieder reinbringen. So, wenn ich da richtig aufgepasst habe, ist da am Rough Ground ist Siren. Ja, das ist Siren. Siren und Mesh in der Mitte. Tentacles vor dem Goalpost vom Icy. Links auf der Seite an der abgebrochenen Säule haben wir oben Sakana, unten die Hack. Dann steht da Spigot. Quoth steht an den Kisten. Mesh halt in der Mitte. Und auf der rechten Seite da haben wir Tapper oben, wo er jetzt gerade die Hand drüber hat quasi, Decimate rechts, Hooper links und zwischen Hooper und Decimate steht Fathom, die gleich da nicht mehr steht irgendwann. Wer weiß. Ne, ich weiß. Okay, ich auch. Okay, das ist interessant. Naja gut, dann kommt er mit Shark auf der Seite wieder. Oh, ach du Kacke. Was siehst du, was... Naja, also sagen wir es mal so, er hat mit Shark jetzt ganz schön toll viele Optionen. Also Shark kann jetzt tatsächlich einen Spigot einfach von der Platte schubsen. Das sind aber nur zwei Punkte. Dann fehlen ihm noch zwei. Ja, aber dann hat er schon mal die zwei. Das sind, glaube ich, Maximum Inf, sprich... Ja, sechs. Der Shark kriegt sechs. Shark sechs, Siren kriegt drei, damit sie sich gleich den Ball holen kann potenziell. Problem ist halt, dass der dicke Mann in der Mitte halt ein dicker Mann ist und nee, glattenes Maß heißt es nicht mehr, es heißt Resilience, aber ist halt ein dicker Mann. Und wenn irgendjemand weiß, wie das mit dicken Männern ist, dann sind wir beide. Wir das. Genau. Da die Kamera so schlecht ist, haben wir uns auch beschlossen, keine Bräuche zu zeigen diesmal. Nee, genau. Wobei... Also, okay, Mesh, also Mesh hatte anscheinend den Ball, ja, jetzt will er den Ball ein bisschen sichern. Deswegen, ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn Icy den Shark oben wieder gebracht hätte, ihn im Fast Ground stehen lässt, dann kommt Shark nämlich ungefähr überall hin. Ich aktiviere Fathom, okay. Die steht einfach auf. Genau. Schön schnelle Aktivierung, Fathom steht. So. Oha, Icy ist in der Uhr hinten. Ungeahnte Situation für ihn. Kommt er mit diesem Druck klar? Er war die ganze Zeit schon. Ja, hinten so in der Uhr. Ja, abgefahren. Ja. Okay. Da will man auf Nummer sicher gehen. Er will sich auf jeden Fall totkloppen da jetzt. Mit 8 Würfeln ist das jetzt irgendwie nicht so die Kunst, damit Tapper irgendwas zu reißen, glaube ich. Oh, sie geht Knockdown. Dafür hätte er auch nur einen Würfel gebraucht. Aber ich glaube, er hatte auch nur 2 Hits, weil ich das richtig gedeutet habe. Ja, ist ja egal. Jetzt trifft er sie auf die 4. Das sind 4 Hits. 4 Hits, damit macht er die Commanding Aura an im Normalfall, ja. Dann hat er einen Würfel mehr, damit er 9 Würfel hat. Oh, 3 Hits? Nee, 5. Ui, der rappt. Ja, 2 Platten hat sie noch. Die Frage ist nur, macht er das Momentis? Aber ich habe eine positive Nachricht noch. Na? Für alle Leute, die jetzt die Livestream gucken und denen das zu sehr ruckelt, bleibt dran, lasst es laufen, damit wir die Zuschauerzahlen haben und guckt euch das Ganze auf YouTube an, weil das wird ruckelfrei sein. Ja, tatsächlich schon. YouTube ist dann nachher der Re-Upload quasi. Wird dann, wenn der Turbopups das macht irgendwann, oder du, oder ich weiß gar nicht, wer das machen kann, ich kann es nicht. Turbopups machst. Genau. Ich habe hier schon eine Festplatte liegen. Der ist dann ruckelfrei. Ole, ole. Genau. Hurra für uns. Genau. Ich hoffe nur, dass meine Festplatte genug Platz hat, um das aufzunehmen. Doch, müsste aber gehen tatsächlich, weil ich weiß, dass ich mir auf den Stick tatsächlich teilweise Spielberichte gezogen habe. Von einem Spiel. Also das geht. Und die Sticks sind garantiert nicht so groß wie deine externe Festplatte. Ich habe keine externe Festplatte drin. Ich habe nur meine SSD gerade. Und ich schätze mal, darauf macht er. Ach, alles gut. Dann müssen wir nachher nochmal schauen, wenn es da irgendwelche Probleme gibt.
technisch. In der, der Ball liegt da halt echt kacke, aber nichts, was Shark nicht machen kann irgendwie. Shark hat rund 4-1. Oh, will er mit Quaff reinchargen? Was macht Quaff dann? Pusht er ihn. Wuff? Ja, pusht er ihn. Nein, Wuff? Nee, dann pusht er ihn. Nein, Wuff? Die Frage ist halt, wie weit steht Stark am Rand und kann er ihn gerade pushen? Ich würde aus der Perspektive sogar fast sagen, er kann ihn gar nicht so gerade pushen. Weil er da ein bisschen in der... In der Mauer, also in der Säule ja. drinne steht, genau, in dieser kleinen Ecke, Ausbuchtung da drin. Wir haben ja gerade gesehen, es ist ein bisschen mehr als 4 Zoll. Ja, es sind mehr als 4 Zoll, das kann Quaff aber dann tatsächlich auch nicht mehr. Doch, warte mal, er würfelt 7 Würfel, würfelt 6 Würfel, wenn das Bonus-Time wieder 7, einer bleibt in der Rüstung hängen, sind 6, das heißt, er könnte 6 Zoll weit pushen. Das wenn Quaff da ganz abgefahrene Dinge tut. Ich finde die Idee trotzdem voll cool. Wenn das klappt, dann macht Icy richtig dicke Backen. Oh, er macht es nicht. Oh, Guten Morgen, Bumper Looper. Hey! Ich wünsche dir einen schönen Hochzeitstag. Ach, das ist der Grund, warum er nicht hier ist. Und der formidablen jungen Lady an deiner Seite auch. Du meinst seine Tochter? Nein, seine Frau. Ach so. Seine Tochter hat keinen Hochzeitstag. Oder hat er die schon versprochen? Ich weiß es ja nicht. Nein, darum ging es ja nicht, aber... Kann ja sein, dass sie mit irgendeinem Justin, Kevin oder sonst was... Shark ist knocked down, weil Spigot ihn gehauen hat. Ich glaube, leider haben die sich komischerweise darauf geeinigt, dass man den da einfach so pushen kann. Aber naja, gut. Weil sonst hätte er das Knockdown jetzt nicht genommen und Crowd out und so... Also nur für die Wahrscheinlichkeit, weil das richtig dumm wäre, müsste Icy da jetzt was tun. Irgendwas. Ja. Er nimmt die Hexenfrau, das ist auch in Ordnung. Da kann er damit was gegen tun. Was kann er damit tun? Der kann den Shark dodgen lassen. Ah. Kann sie sowas? Ja, sowas kann sie. Macht dann Hex und Shark so dodge, dodge? Ja, die reelt den Fischer. Ah. Das ist dann ein 2 Zoll Dodge, wie ich gerade gelesen habe. Ah, sie macht ihr Legendary. Und? Och, Icy, das hättest du messen können. Warum? Ja, ich finde da den Shark einfach rausnehmen und so rumstellen... Wahrscheinlich klappt das, aber aufgrund dieser Säule und der Struktur der Säule bin ich mir halt nicht so sicher, ob das so klappt. Naja. Solange der Nekras damit konform ist, ich glaube, der ist alt genug, was zu sagen, wenn ihm irgendwas nicht gefällt. Und ich bin heute nur Judge, wenn ich gerufen werde als Judge und nicht, wenn ich hier vor der Kamera sitze. Ja, Ben, wir sind beide nur so halb im Bild. Ja, wir wollen uns einfach auch nicht mehr zeigen. Nee. Das war technisch nicht ganz umsetzbar anders gerade. Wir könnten uns weiter nach hinten setzen, aber das wollen wir eigentlich auch nicht. Nee. Das ist ja auch nur, damit ihr uns mal zwischendurch sehen könnt. Genau. Und wisst, wie die sexy Boys aussehen, die dieses formidable Spiel kommentieren. Ja, jetzt will er den Spigot rausschubsen. Das sollte auf, was sind das, ein bisschen über 2 Zoll, schätze ich mal. Na, die Frage ist halt, wie macht er das, ne? Also, durch Moment des Push-Dodges wird es gar nicht so einfach. Ach, da steht jetzt die Hack. Ja. Ach ja, Shark durfte zweimal dodgen. Einmal das Legendary von der Hack. Und einmal durch das Real. Du hast so viel Wissen über dieses Spiel. Ja. Es ist auch einfach viel zu traurig. Es ist so, ich besitze wahrscheinlich jede Menge schöne Kindheitserinnerungen nicht mehr. aber,
aber dafür weiß ich, dass Quaff einen Tag von 3 hat. Das sind so Dinge, die relevant sind in meinem Leben. Jetzt geht er rein mit Quaff. Das ist doch lächerlich. Lächerlich! Ja. Viel zu leicht. Genau. Viel zu leicht? Ja, alles viel zu leicht. Ich bin gleich wieder da. Jetzt lässt er mich wieder alleine. Wunderbar. Ich nehme mal die Karte von Quaff. Und dann schauen wir mal. Ein Hit, das ist ein Schaden oder ein Moment des Push. So, jetzt schauen wir mal. Icy mit der Siren, genau, geht am Mesh ran. Was gemacht, um einfach nur das Resehen loszuwerden. Dann will er bestimmt nachher mit Tepper aufstehen und dann da rangehen und sich den Ball schnappen. Da wird ein Hooper in den Weg gestellt. Und Hooper macht noch irgendwas an. Schauen wir mal. Ich vermute mal Tuff-Skin für den Hund. So, da kommen jetzt Tentakel noch dazu und das müsste eigentlich Sakana sein. Da kam ein Weak Point gelegt auf den Hund, minus ein Armor. Drei Hits. Okay, da wird ein bisschen Momentum generiert. Aber wenn das ein Push-Dodge ist, dann ist das... Ich bin gerade aufgeschmissen. Danke für die Information. Ein Damage auf der 1. Hörnchen auf Nuts. Deswegen bin ich auch immer so aufgeschmissen, wenn Flo wegläuft. Und er lässt mich hier bestimmt keinen Tag alleine. Flo! Hilf mir, ich habe Scheiße erzählt. Wieso? Irgendwie hat? Also, das ist ein Veteran-Sakana. Nee, das ist ein normaler Sakana. Ich habe hier einen normalen Sakana und hat deswegen gesagt, dass er bestimmt mit 3 Hits Weakpoint gelegt hat. Jetzt schreibt aber, hört hier auf Nuts, Rise of the Black Flag kam, kein, Sakana hat wohl keinen Weakpoint.
Also Red Wings Black Hunter. Racer Black Flag Hunter. Ja. Liegt das daran, dass ich eine alte Karte habe? Nein, das ist der normale Sakana. Ja, aber warum gerade hast du mich die ganze Zeit nicht korrigiert? Jetzt brauchst du eigentlich auch nicht mehr hingehen. It's not up to me to correct you, bitch. Aber deswegen sind wir die Karten noch durchgegangen, damit ich mich hier nicht ganz zum Löffel mache. Achso, Entschuldigung. Gut. Was macht das denn? Achso, minus. Naja, das macht wahrscheinlich, dass Shark jetzt plus 2 Movement hat. Ah, ja, das ist okay. Wo ist der Shark denn jetzt? Der Shark, da ist Sakana, da ist die Heck. Der Shark ist in der Mitte, oder? Gerade in die Mitte gegangen, genau. Ja. Während ich versucht habe. Also die Frage ist ja, da liegen jetzt immer noch 6 Influence rum. Und Shark ist immer noch Knockdown? Und Shark ist immer noch Knockdown. Was, ah, okay, Icy räumt auf oder hat gecharged? Ah, Icy hat gecharged, okay. Ja. Was hat er jetzt auf sich selber gemacht? Title Search, ein Dodge. Ah, okay. Ich glaube, er hat nicht gecharged, ich glaube, er ist einfach nur hingegangen. Sonst hätte er jetzt keine 2 Influence mehr. Ja, Icy, das musst du nun mal machen. Hat die Siren, hat das Resilience geprockt? Ja, hat sie. Ja, okay. Oha. Das wird ein schwieriger Ghoul Run jetzt für Icy. Ja, muss er aber machen. Das Problem ist halt bei so einem Shark, der hat halt keinen Tackle Dodge. So, wir sind aber auch, glaube ich, immer noch falsch, weil die Fesseln ist ja rausgenommen worden. Ja, also dann sind müssen schon 4. Wir mal unbedingt 4 Punkte mal dem Negras geben. Ja. Sonst wäre das ja nicht korrekt. Jetzt ist er 2 Zoll bis hier mit dem Shark gedodged. Okay, bleibt beim Mesh draußen. Interessant. Ich weiß nicht, wie viel Momentum da Icy hat. Ich glaube, er versucht das jetzt so also zu regeln, dass er nächste Runde halt anfängt. Ich weiß halt auch nicht, was er für Karten hat. Also er hat bestimmt 3-4 Momentum. Also er hat, da war wieder einer. Also er hat Momentum gefahren. Ja, genau. Und ich denke mal, tatsächlich wird Icy dann versuchen anfangen, wenn er jetzt die nächste Runde anfangen kann, dann schießt er ja auch die Bude. Okay, jetzt ist er mal beim Dicken drin. Jetzt will er sich den Ball eigentlich nur holen. Na? Achtung, Trommelwirbel. Holt er sich den Ball? Oder dodge da raus. Während wir das uns angucken. Ja. Schönen Grüße, Ice Dale. Wir wissen, dass das leider ein bisschen leckt. Aber der Sound ist gut und das war uns das Wichtigste. Genau, und wir sind gut. Also ja. Flo ist gut. Ja. Und Nikolai auch. Mache Zwischenpause. Das ist der beste Nikolai, den ich habe. Ich bin der einzige Nikolai, den du hast. Oh, das ist jetzt gefährlich. Da gucken andere Leute zu, die vielleicht auch, oder vielleicht gucken andere Leute zu, die auch vielleicht auch Nikolai heißen. Tja. Drama Baby. So, jetzt bin ich gespannt. Shark ist rausgedodged, ja. Ja, gut, wenn er jetzt Shark 6 Influence gibt. Und er anfängt, dann macht er halt eine Bude. So, Achtung, Trommelwirbel. Ich bin gespannt. Icy fängt also an. Okay, ja, dann. Also das muss er. Sagen wir es mal so, das muss er jetzt schon irgendwie verwürfeln. Negras kann eigentlich gleich nur eine Counter-Attack ansagen und dann hoffen. Also hast du die Uhr schon rübergedrückt, obwohl du noch nicht verteilt hast? Ich sag da jetzt mal nichts zu, ne? Aber also ich glaube, wie sagt man, achso, er hat die Uhr rüber gedrückt, um das Single Out zu verteilen. Na gut, okay, das akzeptiere ich. Stimmt, er muss die Sekt gar nicht auf Shark packen vorher, weil das ja nicht offensichtlich ist. Ich finde es schön, dass wir aktuell 10 Zuschauer haben, da gehen noch ein paar mehr. Abgefahrener Scheiß. Aber dafür, dass wir eigentlich Guild Ball relativ selten aus dem Clubraum streamen und ja, in dieser Form das erste Mal. Ja, ich finde das voll gut. Also ich muss auch hier dem netten Herrn da, der ist
so gut, weil der hat ja gestern irgendwie mal kurz 3,5 oder 4 Stunden seiner Freizeit dafür draufgeballert, dass wir das heute in dieser Form mit kommentieren und auch wenn es halt ein bisschen laggy ist, aber dass wir das in dieser Form streamen können. Wie gesagt, wir haben im Januar 25. nächstes Turnier hier, kommt vorbei, wir haben genug Plätze, wir streamen wieder, also wir lassen uns da nicht aufhalten. Und du hast ausgerechnet, wir können das Turnier auch also, noch... Also ich hab gesagt, wenn das Turnier mit mehr als 32 Leuten hier stattfindet, dann muss ich halt irgendwie vielleicht eine externe Location zu Rate ziehen. Aber auch nur aus dem Grunde, weil das so ist. Weil wir nur eine Toilette haben. Ja, und das wird mit 32 Leuten dann halt echt, glaube ich, irgendwann ein bisschen ekelhaft. Und ich glaube, nicht nur die eine Toilette ist das Problem, sondern dann hat man halt auch nicht mehr so viel Platz an den Tischen. Dann ist das so ein bisschen Vengeance-Style und... Ja, sag ich mal. Ja. So, der Nekras hat anscheinend irgendwie gecountert mit irgendwem, aber nichts gemacht. Ah, er hat mit Mesh gecountert, okay. Ja, das ist... Mieser Schlamperich. Ja, jetzt geht der Eisi. Der Eisi geht jetzt einfach so auf 2 Zoll an von Decimate weg, haut auf den Mesh drauf, wo er dann seine 6 Würfel wahrscheinlich, ja, seine 6 Würfel noch hat. Er muss einen Hit treffen, damit er da steht, wo er stehen will. Um da raus zu dodgen. Ja, genau, aber erst muss er einen Tackle schaffen. Also Tackle wäre mir an der Stelle viel wichtiger. Du hast nur 6 Würfel, Eisi, richtig gezählt. Zählen kann der Mann, Mathe-Genie. Das Inselbegabung und so. Er würfelt aber Kacke. Ah, doch. Ja, das scheint zu reichen. Genau, den macht er zuerst, damit er jetzt den Dodge machen kann. Und dann schießt er das Tor und gewinnt vielleicht. Was natürlich schade für euch ist, weil dann gehen wir in eine Pause. Ja. Wir könnten natürlich auch überlegen, wir machen nachher mal ein bisschen Smalltalk noch über andere Sachen, die wir geplant haben. Wir laden Gewinner hier ein in die Lounge. Ja, das war's, da ist die Bude. 12-4 gewinnt der Eisi. 12-4. Ja. Dann blende den doch nochmal ein, den Stand. Das blenden wir ein. 12-4. Zack. Goodie.